Servus bei Vulkan TV. Es freut uns, Sie auch in dieser Woche zu unserer Sendung begrüßen zu dürfen. Diese Themen gibt's für Sie. Erfolgreich, Grand Opening Raffle in Jennersdorf. Fortbildung, Südoststeiermark auf Wifi-Kurs. Aufgespült, Oberkrainer Festival in Bad Gleichenberg. Wertvoll, Nostradamus Premiere in Klöch. Saftig, unsere Serie in St. Veit am Vogau, dieses Mal der Obsthof Welser. Ihre Meinung, eine neue Folge von Schnöck fragt, einzigartig, auf Schleichwegen unterwegs. Mit altwürdigem Charme und viel neuem Schwung wird die Geschichte eines Traditionshauses fortgesetzt. Das Hotel Raffle in Jennersdorf startet mit einem Grand Opening in eine neue, moderne Ära. Es ist eines der echten Traditionshäuser des Landes. Kaiser Karl residierte im Raffle, Kanzler und Bundespräsidenten gingen ein und aus und auch Gäste wie Falco schätzten die Gastlichkeit des Raffle sehr. Nach Jahren der Ungewissheit über den Fortbestand feierte der Raffle nun als modernes Vier-Sterne-Haus sein großes Comeback. Ein Schweizer Unternehmer und Hotelier kaufte den Gebäudekomplex und ließ das Haus umfassend sanieren. Meine Mutter ist aus dieser Gegend, sie ist hier geboren und aufgewachsen, in die Schweiz gegangen, hat meinen süditalienischen Vater in der Schweiz kennengelernt und ja, so bin ich dann in der Schweiz geboren, jedes Jahr hier auf Urlaub gewesen, als Kind diese Gegend wahnsinnig geliebt und ich wollte wieder zurückkommen, weil mein Herz hier zu Hause ist. Hunderte Gäste aus dem In- und Ausland folgten der Einladung zur großen Eröffnung. Als Laudatoren konnte ORF-Moderator Dorian Steidl zahlreiche politische Vertreter begrüßen, bevor der neue Geschäftsführer des Hauses mit viel Charme und Humor sowie ersten Erfolgsmeldungen für Beifallsstürme sorgte. Denn nach nur 2 Monaten der Öffnungsphase verzeichnet der Raffle die höchsten Umsatzsteigerungen seit Bestehen des Hauses. Es war sehr viel Prominenz da von Wranitzky, von Sinowatz, das war ja auch Burgenländer, Landeshauptmann Kerry natürlich, viele Künstler und auch aus anderen Kreisen. Warum sind die hergekommen? Damals war es ja nicht so, dass es sehr viele führende Häuser gegeben hat. Da war von Graz bis Budapest nicht viel. Und der Raffle war ein Bindeglied auch zur Monarchie. Und irgendwie war es dann so, dass die Leute gesagt haben, okay, wir fahren von Graz nach Jennersdorf, wir brauchen nicht nach Budapest fahren oder sonst was. Es war schon eine kulturelle Angelegenheit und es war eigentlich wirklich das große Kaiserreich irgendwie in dem Haus vertreten. Die gelungene Mischung von Tradition und Moderne zeichnete auch das Abendprogramm aus. Die schwungvolle Show-Einlage der Dance Industry war ebenso ein Highlight wie die für den Raffle typische Zigeunermusik. Geschätzt wurde der Raffle schon immer wegen des kulinarischen Zusammenspiels von österreichisch-ungarischer Küche mit regionalen Zutaten. Auch gegenwärtig trifft das gastronomische Konzept den Zeitgeist. Davon überzeugt wurden die Gäste beim Festmenü. Mit dem neuen Küchenteam scheint das Haus somit auch als hochkarätiger Gourmet-Tempel vollständig revitalisiert. Ja, es ist eigentlich so, dass der Raffle immer eine große Tradition hat. Und das in die Moderne zu bringen, ist eigentlich gar nicht so schwer. Weil der Raffle war so opulent, der Raffle hat schwer gekocht, der Raffle hat aber auch pannonisch gekocht. Es kommt aus der K&K-Zeit. Und in der heutigen Zeit, damals war Nachkriegszeit, und in der heutigen Zeit ist es so, dass die Leute eben gesünder leben und dass sie es leichter verdaulich speisen wollen. Und in dem Sinn ist es eh klar. Ne? In den Klängen der Liveband Soul Strip an diesem Abend lag auch viel Zukunftsmusik. So will der Raffle auch künftig wieder eine herausragende Stellung als Begegnungszentrum für Kunst und Kultur einnehmen. Besonderes Augenmerk liegt zudem auch wieder auf dem Nächtigungsbereich. 25 neue Zimmer runden alle Annehmlichkeiten für Urlaubsgäste ab. Damit hat Jennersdorf sein Wahrzeichen auf dem Hotelsektor wieder zurück. Und wie man sieht, hat es nicht an altehrwürdigem Charme und Anziehungskraft verloren, sondern mit den vielen modernen Vorzügen dazugewonnen.
Voll durch startet die Wirtschaftskammer mit ihrem Bildungsprogramm in der Regionalstelle Südoststeiermark. Am neuen Standort bietet das hauseigene Wifi ein breit gefächertes Angebot. Die Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten in unserer Region können ab sofort mit noch mehr Vielfalt, Service und Nähe punkten. Dafür sorgt das Wirtschaftsförderungsinstitut, kurz WIFI, der Wirtschaftskammer in Feldbach. Die Regionalstelle Südost bringt in den neuen Räumlichkeiten in der Ottokar-Kernstockgasse 10 frischen Wind in den Bildungssektor. Das aktuelle Programm und die neuen Möglichkeiten wurden nun vorgestellt. Wir haben einfach das Bedürfnis da, uns fort weiter zu bilden. Wir müssen das auch machen, um wirtschaftlich überleben zu können. Und da ist es natürlich ganz notwendig, dass wir sagen, wir können die Bildung vor Ort anbieten, können das Bildungsprogramm auch auf die Bedürfnisse, auf die Nachfrage unserer Unternehmer, unserer Mitarbeiter besser abstimmen. Und aus dieser Überlegung ist der Standort einfach ganz, ganz wichtig, dass wir hier wieder starten können mit dem heutigen Tag. Nach über 15 zufriedenen Jahren im Haus der Region in Karnberg ist man nun dennoch über die neuen Möglichkeiten erfreut. Die Kurse des WIFI stehen übrigens nicht nur Mitgliedern der Wirtschaftskammer, sondern allen Interessierten offen. Die Bandbreite des Angebotes ist groß. So gibt es etwa Kurse zur Buchhaltung und Personalverrechnung ebenso wie Sprachkurse, Fortbildung im Hygienebereich für Gastronomen oder ein Weinseminar. Und das ist nur ein kleiner Auszug. In der gesamten Steiermark sind es etwa 2500 Bildungsveranstaltungen im Jahr, die angeboten werden. Wir haben ein regionales Angebot. Wir haben wirklich erfahrene Trainer aus der Praxis. Wir haben ausgetestete und erprobte Bildungsprogramme. Und wir bieten Weiterentwicklung für Erwachsene auf einem sehr hohen Niveau. Eine besondere Stärke des neuen Standortes mit seinem Kursangebot ist die Nähe zu den Kunden. Somit entfallen lange Wegstrecken zu entfernten Kursstandorten. Fort- und Weiterbildung ist heute unabdingbar. Das zeigt auch das große Interesse gleich am Start. Es geht auch ohne Bildung, aber sehr, sehr schwach, sage ich mal. Das Wichtigste ist Bildung und Weiterbildung, denn nur der auf den Zug aufspringt und diese Bildung auch macht, wird auch in Zukunft erfolgreich sein. Was es heißt, ein begeisterter Oberkrainer-Fan zu sein, das konnte man in Bad Gleichenberg erleben. Zum vierten Mal hieß es dort, die Steiermark grüßt Slowenien. Bereits im Foyer der Gleichenberger Halle wurden die Musikfreunde von den MSOB-Oberkrainern empfangen. Und das war bereits der Auftakt für einen fulminanten Abend voller Musik und bester Stimmung. Das Oberkrainer Festival Steiermark grüßt Slowenien ging heuer in die vierte Runde. Und wieder hatte Organisator Peter Kotgasser dafür gesorgt, dass Bad Gleichenberg zum Oberkrainerzentrum in Österreich geworden ist. Doch weit darüber hinaus zieht die beliebte Musik Besucherinnen und Besucher an. Dieser Anklang, der findet statt. Ich habe unglaublich sehr, sehr viele Anfragen von Slowenien hierher und wann ist wieder und so weiter. Also da hat sich schon einiges getan. Und zwischenmenschlich natürlich auch. Ich meine, wir kennen uns ein bisschen näher, wir sind mit den Regionen grenznahe sehr gut verbunden und tauschen uns da vermehrt und eigentlich schon sehr aus, wie in der Vergangenheit. Bestens betreut von den Mitgliedern des TuS Mandelbauer Bad Gleichenberg konnten die Fans einen musikalischen Höhepunkt nach dem anderen genießen. Für beste Stimmung sorgte neben den Musikern und absoluten Klassikern auch Moderator Bernd Bratter, der charmant durch den Abend führte. Für Bad Gleichenberg ist das Festival der volkstümlichen Musik mittlerweile ein Ereignis, das weit über die Grenzen hinaus Gäste in die Region bringt. Ja, einerseits bedeutet es, dass wir wiederum eine wunderschöne Veranstaltung hier in der Gleichenberghalle haben und Bad Gleichenberg einerseits nicht nur als Tourismusort und als Ausbildungsstätte präsentieren, sondern auch als kompetenter und toller Veranstaltungsdestination. Die Gleichenberghalle bietet Platz für bis zu 3.000 bis 4.000 Menschen. Heute werden sicher 2.000 Menschen hier sein und das Oberkrainer Festival wiederum genießen.
Auf der Bühne gaben sich wie immer die absoluten Stars der Szene ein Stelldichein. Den mitreißenden Auftakt setzte Original-Oberkrainer Alfie, der an diesem Abend mit der wohl größten Gratulantenschar des Landes seinen 70. Geburtstag vorfeierte. Meine Meinung ist, Musik und Sport, das ist das beste Ambassador für die ganze Welt, meine ich, zwischen Leute, zwischen Österreich und Slowenien. Ne? Das ist ein sehr sympathisches Ding, meine ich, dass die Menschen zusammenarbeiten. Es gibt viele, viele Musiker, die spielen mit Gruppen in Österreich oder in Deutschland. Und das freut mich. Meine ich, wenn geht so weiter, bleibt diese Musik, so wie habe ich früher gesagt, in Europa und auch, ich hoffe, auch in Amerika und Kanada. Und dann ging es mit geballter Oberkrainer Power weiter. Für klopfende Fanherzen sorgten Sepp Mattelschweigers Quintett Juchi, die Lechner Burm, die slowenischen Sieben und für einen furiosen Höhepunkt zum Schluss sorgten dann die jungen Helden. Nostradamus war im 16. Jahrhundert ein bekannter Arzt, Naturwissenschaftler und Seher. In der Südoststeiermark steht der Name allerdings für einen wunderbaren, hochdekorierten Rotwein. Zum 11. Mal konnte der Feldbacher Südostjournal-Herausgeber Hannes Greus in Glöch erlesenen Gästen den aktuellen Nostradamus präsentieren und zur Verkostung bringen. Dieser spezielle Cuvée aus Zweigelt, Merlot und blauem Wildbacher wird vom Weingut Frühwirt produziert. 1500 Flaschen pro Jahrgang sind immer rasch vergriffen. Einen wunderbaren Rotwein zu kreieren, etwas für diese Region, aus dieser Region herauszuholen und hier auch meine Bilder einzubringen, meine Voraussagungen des Nostradamus. Und so wurde das zu einem kultigen Produkt und das ist es heute und dafür sind wir mit dem Nostradamus auf weltweiter Siegerebene unterwegs. Die Gäste der Verkostung konnten die Nostradamus-Jahrgänge 2009 und 2011 genießen. Dunkelrot wie Blut, fruchtig, mit viel Kraft und wenig barriquelastig, so könnte man ihn charakterisieren, den außergewöhnlichen Wein aus Glöch. Ja, das sind mehrere Faktoren beim Nostradamus. Erstens die Lage des Terroir, das ist sehr wichtig. Wir haben die Lage am Hochwart, am Hochglöch und bei uns in Deutsch-Haseldorf. Und diese Lagen sind bestens geeignet für einen guten Rotwein, tiefe Vulkanerde, sehr tiefgründiger Boden und dann natürlich die Vinifizierung. Wir lesen den Nostradamus immer sehr, sehr spät, lassen ihn sehr lange am Stock reifen. Und dann in der Vinifikation 14 Tage Maischevergärung wirklich das Optimalste und das Beste aus dem Rotwein herauszuholen und dann natürlich die Reife. Dass auf dem Weingut Frühwirt beste Weine produziert werden, zeigen die zahlreichen Auszeichnungen. 7 Landessiegertrophäen stehen ebenfalls in den Regalen wie AWC-Goldmedaillen der International Wine Challenge, bei der Nostradamus für die Jahrgänge 2008 und 2009 jeweils mit Silber prämiert wurde. Es kann nur die Qualität Zukunft sein. Und wir bemühen uns schon draußen in den Weingärten perfekt die Schnittarbeit, Laubarbeit, komplett den Weingarten, die Traube so zu pflegen, nur dass das rauskommt, das Naturprodukt, was die Natur gibt, im Glasl dann ist. Das ist es um und auf. Höhepunkt der Nostradamus-Präsentation war die Ernennung eines Weinpaten für den 2011er Jahrgang. Diese ehrenvolle Aufgabe übernahm ein langjähriger Wegbegleiter der Familie Greus. Ich bin bei der Europäischen Weinritterschaft seit vielen Jahren, die sich zum Ziel gesetzt hat, den Wein als abendländisches Kulturgut zu verbreiten, zu loben und zu schätzen. Und der Nostradamus 2011, den ich jetzt vor wenigen Minuten zum ersten Mal kosten durfte, erfüllt wieder mal alle Kriterien, die ich ansetzen würde für qualitätsvollen Rotwein. Die Etiketten der einzelnen Jahrgänge stammen übrigens auch von Hannes Greus, der immer die Voraussagen des Nostradamus mit in die Darstellung einfließen ließ. Für heuer sind die Aussichten zwar nicht gerade rosig, aber der Wein wird wunderbar werden. Nun
schalten wir in eine kurze Werbepause. Gleich im Anschluss geht's weiter mit einer neuen Folge von Schneck fragt, dem Betriebsporträt aus der Filmreihe St. Veit am Vogau und auf Schleichweg unterwegs. Bleiben Sie dran! In Jagerberg wird wieder gefeiert, nämlich der größte Kirtag der Steiermark, der Nottburger Kirtag in Jagerberg. Das Nottburger Wochenende startet bereits am Freitag, dem 19. und Samstag, dem 20. September mit einer Disco am Sportplatz und einem Vergnügungspark. Am Sonntag, dem 21. September, können Sie dann wieder den größten Kirtag der Steiermark erleben. Feiern Sie mit tausenden Besuchern das traditionelle Fest in Jagerberg. Die Hetz im Schweinsgalopp geht wieder in die nächste Runde. Am Sonntag, dem 21. September, gibt es in Kalch beim Händelwirt wieder das bekannte Schweinerennen. Sie können tippen, welches Schwein gewinnt und bis zu 500 Euro in bar gewinnen. Beginn ist ab 11 Uhr mit einem Frühschoppen, die Probeläufe starten um 15 Uhr. Die Südsteiermark trägt Rot, denn ab sofort hat das neue Modehaus Rot in Leibnitz für Sie geöffnet. Ein Ort, an dem Einkaufen zum Erlebnis wird. Neueste Trends, vielseitige Angebote, Wohlfühlzonen und Service auf höchstem Niveau. Sie finden das neue Modehaus Rot direkt am Hauptplatz in Leibnitz. Mit der Mediabox können Sie einfach und bequem die aktuelle Sendung sehen und gleichzeitig eine Vielzahl von Internetaktivitäten nutzen. Die Vulkan TV Mediabox und weitere Informationen dazu erhalten Sie bei den eingeblendeten Geschäften. Richtig animierende Werbung braucht viele Werbeseiten oder digitale Werbespots. Top-Video-Werbung mit Impact-Display-Werbung. Infos unter www.im-pakt.at. Für unsere aktuelle Ausgabe von Schnöck fragt waren wir dieses Mal in Feldbach zum Thema Weiterbildung unterwegs. Gute Unterhaltung! Welche Weiterbildungsmaßnahmen haben Sie in Ihrem Leben bisher gemacht? Ja, also ich habe schon diverse Sprachkurse gemacht, weil mir das einfach taugt, in verschiedene Sprachen hineinzuschnuppern und schauen, wie Sprache funktioniert. Also ich habe begonnen eigentlich mit der Lehre Kfz-Mechaniker, habe Weiterbildung gemacht in dem Bereich Elektronik, Automatisierungstechnik, Kommunikation bis zum Meisterprüf Elektronik, Mechatronik. Ja, ich habe auf dem zweiten Bildungsweg das Diplomstudium Psychologie gemacht. Verschiedenste Kurse von Computerkursen, von Sprachkursen, Spanisch, auch Personalverrechnerlehrgang und zum Schluss habe ich einen großen Lehrgang besucht, Kindergesundheitstrainer. Ja, ich habe eigentlich die ganzen Kammerfachkurse und Vorbildungsschule und dann für die Versicherung aus die sämtliche Schulungen. Ja, genug. Also ich habe zuerst habe ich immer in Graz Bauker gearbeitet, in Graz, als Schweißer nicht. Und die letzten 8 oder 9 Jahre habe ich nachher bei Siemens gearbeitet. Und wir haben immer Schulungen und immer weiterbilden, musste immer weiterbilden, weil die Schweißgeräte werden heute alles elektronisch gesteuert und alles nicht. Ich habe nichts, ich habe nicht dürfen für lauter arbeiten, ne? Leider. Einen Masterkurs habe ich gemacht, bin aber noch nicht fertig. Der wird jetzt im November fertig. Ja, von den Firmen aus bin ich viel Weiterbildungen geschickt geworden und ja, teilweise ist es echt nicht schlecht. Ja, ich habe beruflich einige Weiterbildungen gemacht, im privaten Bereich eher nicht. Berufsbegleitend nicht, sondern das war vorher, also in der Jugendzeit. Und nachher weiterbilden die dementsprechenden Kurse, was so angeboten werden über die Arbeiterkammer. Momentan bin ich gerade in der Weiterbildung für Buchhaltung 1, das was ich auch in meinem Betrieb an meinem Papa brauchen kann. Also natürlich nach der Pflichtschule bin ich landwirtschaftlicher Meister und natürlich auch in meinem Beruf im Maschinenring muss die Weiterbildung immer jede Woche sein. Ein paar Kurse bei der Volkshochschule,
Ganz gezielt, welche speziell? Computer, Englisch. Also ich befinde mich zurzeit im ländlichen Fortbildungszentrum in der überbetrieblichen Lehrausbildung, wo ich zusätzlich zur Lehre wirklich begleitet werde von Trainerinnen, von einem ziemlich guten geschulten Team. Und ja, ich bin eigentlich ziemlich zufrieden damit. Was hat Ihnen die Weiterbildung persönlich oder beruflich gebracht? Also man merkt immer positive Dinge bei Weiterbildung, denn dementsprechend, wo man darauf zugeht, auf welche Arbeit es auch immer ist, man hat einfach ein Grundverständnis und kann dementsprechend auch den Kunden weiterhelfen. Ja, ich meine, das Psychologiestudium, muss ich sagen, hat mir zu einem komplett anderen Berufsfeld verholfen und hat mir privat und im Freundeskreis, in der Familie sehr viel gebracht. Ja. Ja, man muss sagen, jede Weiterbildung bringt irgendwas, manche eben mehr, manche weniger. Sicher verändert man sich oder man denkt zumindest darüber nach, wie man so manche Sachen anders machen könnte. Durch die Weiterbildungen haben wir dann eigentlich gesehen, was man eigentlich hernehmen kann für die Hygienesachen und alles. Natürlich, wir haben sehr viel Ausbildung, Persönlichkeitsbildung gemacht und das ist natürlich auch fürs Private und fürs Berufliche sehr wichtig und immer notwendig und hat immer Vorteile. Ja, mir hat es eigentlich viel gebracht. Also gelernt habe ich Huf- und Wagenschmied, ne? Und dann bin ich zu Siemens gegangen, also für mehr Simmeringer als Bauker, ne? In Wien, in Simmeringer Werk. Ja, also ich habe eigentlich, kann sagen, drei Berufe, ne? Ja, schon, es bringt schon viel. Also beim Bewerben, dann ja, ist es leichter halt. Und beim Telefonieren und bei persönlichen Gesprächen, das ist jetzt alles viel leichter als früher. Oh ja, das ist Horizonterweiterung. Weil wenn man immer das Gleiche macht, dann kriegt man irgendwie einen Tunnelblick und man muss einmal auf Zeiten schauen. Und zwar positiv insofern, weil du dann automatisch nach einer gewissen Zeit mehr zurückkriegst. Ja, also sie helfen mir schon viel, muss ich sagen. Also formulieren und wie man sich bewerben tut richtig. Schon, positiv ist immer irgendwas, bleibt immer hängen, irgendwas lernt man immer dazu. Ja sicher, man ändert sich ja selber auch im Laufe des Lebens und man profitiert ja von diesen Dingen. Weiter geht es jetzt wieder mit einem Betriebsporträt aus der Marktgemeinde St. Veit am Vogau. In dieser Woche dürfen wir Ihnen den Obsthof Welser vorstellen. An den sanften, südseitig ausgerichteten Hügeln in Lipsch gelegen, produziert Andreas Welser gemeinsam mit seiner Familie viel frisches Obst und köstliche Produkte aus diesen Gaben der Natur. Grüß Gott, grüß Gott. Gefunden, deine Frau, ob ich da einen Apfel annehmen darf. Freilich, grüß Gott, freilich. Wunderschöne Äpfel habt ihr da. Das Augusta kriegt beim Vorbeifahren. Aber ich hätte natürlich gefragt, ob ich einen annehmen darf. Was habt ihr denn eigentlich alles für Äpfelsorten? Wir haben 12 Sorten von Kronprinz, Gala, Elster, das sind die Herbstäpfeln. Dann Winteräpfel haben wir in Jonagold, in Eiteret, in Brebern, in Topaz, in Wieland, wir haben eine breite Palette. Eigentlich haben wir alles, was der Markt hergibt, an Äpfelsorten bei uns zu haben. Also ihr habt alles mit dabei und wo kriege ich eigentlich die Äpfel? Wo kriege ich das zum Kaufen? Die Äpfel gibt es bei uns ab Hof, am Bauernmarkt in Straß am Freitag und in Leimnitz am Rathausplatz und sonst im Renzipark am Mittwoch und am Samstag. Vormittag ist es. Aber ja. Ich habe beim Herfahren schon gesehen, ihr habt ja nicht nur Äpfel, ihr macht ja andere Sachen auch, gell? Ja, eigentlich, wir haben auch noch die ganze Bärenpalette von Himbeeren, Erdbeeren, Heidelbeeren, ja. Und dann geht es weiter mit Pfirsich, Zwetschgen, Kirschen, Weichseln. Eigentlich haben wir bis auf Marillen haben wir alles. Und Saft macht es auch, nehme ich an? Saft machen wir auch mit unseren Produkten, einen Apfelsaft, einen Apfelmost, einen Naturtrüben-Apfelsaft, einen Pfirsichnektar, einen Bienennektar. Boah. Und ab und zu machen wir einen Weichselnektar. Was macht denn für Sie einen guten Apfel aus? Was ist denn ein guter Apfel? Also für mich muss der Apfel knackig sein, ein feines
Aroma haben, ein süß-säuerliches, also ich würde sagen, was ein bisschen auf den Traminer hinkommt, das ist mein Opfer. Ah, verglichen schon ein bisschen mit dem Wein. Ja, ja. Und selber so eine Lieblingssorten, was ist denn Ihr Lieblingssorten? Meine Lieblingssorten ist eigentlich die Rubinete. Das ist eigentlich so ein Opfer, der was alles erfüllt. Wissen Sie, ja. Seid ihr ein Familienbetrieb, nehme ich an? Ja, ja, ein Familienbetrieb. Ich führe das mit meiner Frau, mit den Eltern. Und ja. Wie ist es da gekommen, zur Liebe zum Apfel eigentlich? Eigentlich die Liebe zum Apfel hat eigentlich mein Vater irgendwie gekriegt. Ja. Die Zucht von Schweinen und Kühen ist für unser Betrieb ist viel zu klein für das. Und dann haben wir uns da spezialisiert aufs Obst und auf die Beeren eigentlich. Ja. Und so ist das entstanden und vermarktet dann quasi alles direkt? Wir vermarkten alles direkt, ja. Apropos Ernte, was haben wir da überhaupt jetzt? Was sind denn das für? Das ist der Adelaide, das ist ein Winterapfel. Ja, eher ein säuerlicher, knackiger Apfel. Und wenn ich jetzt ganz frech bin und sage, ich möchte mich zwar erstens vielleicht noch ein bisschen umschauen, aber darf ich auch noch übernehmen? Ja, aber ich würde meinen, da braucht noch 10 Tage der Apfel. Aber wenn du willst, kannst du kosten. Ja, ich kosten. 10 Tage halt den am aus. Okay, okay. Immer auf der Suche nach einer spannenden Geschichte aus unserer Region sind Professor Hans Schleich und Kameramann Günther Tuscher. Freuen Sie sich jetzt auf eine neue Folge von Auf Schleichwegen unterwegs. Ich bin heute in der Greifvogelzuchtstation in Merkendorf bei Raimund Weinhappel und beim Falkner Hergel, Martin Hergel. Wir haben da ganz schöne, wunderschöne Tiere auf unseren Händen. Was ist das für einer, was du das da hast? Das ist ein Hybridfalke, ein Gehr-Malsaka-Falke. Du hast da einen Wanderfalken und der Martin hat einen weiblichen Gehr-Mal-Wanderfalken. Das ist ein Wanderfalk, wie er bei uns vorkommt. Genau, so ist es. Ein Wanderfalk, übrigens das schnellste Lebewesen der Erde und mit Hightech-Mitteln gemessen, der schnellste Wanderfalk im Sturzflug 400 Stundenkilometer. 400 Stundenkilometer bringt das an. Mhm. Und wie schnell ist so einer? Das sind eigentlich Horizontaljagdspezialisten. Die Gehrfalken, die sind im horizontalen Jagdflug sehr schnell und können da Geschwindigkeiten von bis zu 130 Stundenkilometer erreichen. Und das sind alles also Falken, die wir in Zeltweg am Militärflughafen für die Vogelvergrämung einsetzen, weil dort der Vogelbestand auf den Landepisten für die Eurofighter sehr gefährlich wäre. Und mit unseren Falken sorgen wir dafür, dass sie direkt auf der Landepiste oder im unmittelbaren Bereich der Landepiste keine Vogelarten niedersetzen. Das sind Störche, Reiher, Krähen, Tauben, Möwen. Werden die dort ausgesetzt oder geht sie dort? Nein, das sind genau diese Falken, mit denen fahren wir also so zwischen 2 und 5 Mal in der Woche hin und bejagen, vergrämen das ganze Areal. Aus der Sicht der Beutetiere ist dann eines klar, dass das Beutegreifervorkommen auf diesem Areal sehr hoch ist und die meiden dann diese Futterplätze. Und sobald die aus dem Flughafenareal rausfliegen, werden die von uns komplett in Ruhe gelassen und so lernen die über längeren Zeitraum. Drinnen ist es stressig und draußen haben wir Ruhe. Und ihr beide trainiert die Vögel da in Merkendorf? Wir beide trainieren die Vögel in Merkendorf, hauptsächlich in Merkendorf, auch in Regensburg, wenn sie trainiert und ja, auch in Zeltweg. Auch mittrainiert.
Und wie lange braucht das ein Vogel, bis er das verstanden hat, was er tun soll? Also das eigentliche Training beginnt nach 6 bis 8 Wochen, bis der Vogel trocken ist. Trocken heißt, wenn das Gefieder vollständig intakt ist. Und dann beginnt man eigentlich mit 14 Tagen, also mit 10 bis 14 Tagen, dass er mal zu uns kommt, der Vogel, dass er uns mal wahrnimmt. Und das Ganze fängt mit 14 Tagen an. Also, und es dauert ungefähr 2 bis 3 Monate, bis er mal alles richtig kann. Und das Hauberl, was er jetzt aufgesetzt hat, das hat was für einen Sinn? Die Haube dient eigentlich zur Beruhigung des Falken. Das heißt, so ein Greifvogel reagiert nur auf visuelle Reize. Das, was er hört, ist eigentlich komplett nebensächlich. Und sehr wichtig ist diese Haube für den Transport im Fahrzeug, natürlich noch Zeltweg. Man muss jetzt auch vorstellen, auf einer Beizug, wenn da jetzt 3 bis 4 Falken gehen würden und da fliegt ein Fasan hoch, würden alle sofort losspringen, weil die den Fasan fangen wollen. Und die, die nicht jagen können, denen setzt man zwischendurch eine Haube auf. Das ist also eigentlich nur zur Beruhigung des Falken. Und jeder dieser Hauben ist quasi maßgeschneidert und für jeden Greifvogel speziell angefertigt. Das heißt, genau auf seine Kopfform angepasst. Wer macht so eine Haube? Da gibt es eigene Spezialisten auf der ganzen Welt, die sich einfach auf Falkenhauben spezialisieren. Bei uns da auch so? In Österreich eigentlich weniger. Wir beziehen unsere Hauben teilweise, so wie die hier, die kommt aus Amerika. Die Haube, die da der Martin drauf hat, die kommt aus Tschechien. Und die, die wir da drauf haben, die kommt aus Dubai. Das heißt, da gibt es also überall Spezialisten und von dort beziehen wir die Hauben. Und du hast mir gesagt, ich muss die Hand jetzt da immer so aufrecht halten. Genau. Wenn ich die Hand kipp, was macht er dann? Genau, dann geht der versucht immer also auf den höchsten Punkt jetzt zu gehen. Dann zurück. Geht er da hinten. Und wenn du die Faust, wie sagen die Faust des Falkners, da kann man nur mit dem Drehen des Handschuhs kann ich bewirken, wie der Falke da oben steht. Und jetzt drehen wir ihn um, da geht er, ohne dass wir hingreifen. Ja. Aha, er geht immer rauf, schön rauf. Eigentlich nicht wirklich. Wo? Jetzt, wenn man das, ja, das kann jetzt, ich könnte das mit dem Falken zeigen, wenn ich den selber drauf habe, da gehört dann ein bisschen Erfahrung dazu. Nein, ich kann nicht die Hand jetzt so. Wieder ganz vorsichtig um. Ja, komm Spatzl. Zack. Ja, bist ja ganz ein Lieber. Ein schöner Kerl. Ja, schauen wir uns einmal vielleicht ein bisschen an, welche Tiere das du da hast. Du hast ja einige jetzt da stehen und dann können wir mal einen fliegen lassen. Genau, wir haben also auch ein paar junge Falken aus der Nachzucht von heuer, die sich gerade ganz zu Beginn der Ausbildung befinden und das können wir uns dann vielleicht bei einem Falken mal anschauen, wie denn so das Training bei so einem jungen Falken ausschaut. Ja, wir sind jetzt auf deiner Trainingswiese, glaube ich, gell? Ja. Übungswiese. Und du lässt jetzt da den starten. Genau. Das ist ein junger Wanderfalke, ist eine Nachzucht von diesem Jahr. Und der befindet sich ganz zu Beginn der Ausbildung. Seit ungefähr 2,5 Wochen arbeiten wir mit dem. Und wir brauchen so 2 Wochen für die ersten Freiflüge. Und jetzt geht es darum, Kraft und Kondition zu trainieren. Und das schauen wir uns jetzt an. Ja, wo sind wir jetzt da? Wir sind jetzt bereits in der Zuchtanlage. Das ist der sogenannte Reckraum. Da werden Jagdfalken über Nacht untergebracht, um sie ganz einfach vor Raubtieren wie Marder, Uhus oder... Also das ist der Schlafplatz. Genau, das ist der Schlafplatz der Jagdfalken. Und die Tür hinter mir da? Genau, da geht es rein in die Zuchtanlage. Schauen wir mal. Das ist ganz schön groß. Das ist ganz schön groß, Wie viele Tiere hast du da drin? Wir haben ungefähr mit den Jungtieren momentan so ungefähr 115 Falken da drin. 115. Und hineinschauen kann man über dieses Sichtglas. Hineinschauen kann man, genau. Das sind sogenannte Spiegelgläser. Das heißt, wir sehen da zwar hinein, aber der Vogel sieht da nicht heraus. Aha. Denn in diesen Volieren, um Greifvögel züchten zu können, braucht man wirklich absolute Ruhe. Da gehen wir auch nie hinein, da wird nur natürlich gereinigt ein paar Mal und sonst gehen wir da nicht herein. Das heißt, damit ein Greifvogel züchtet, braucht er ein absolutes Wohlbefinden und der muss diese Voliere aus seinem Revier annehmen und nur dann funktioniert die Nachzucht. Und dieser Vorhang da, dieser Vorhang ist deshalb, wenn da, ich dahinter, den aufhebe, wenn du da aufhebst, dann springen die drinnen, dahinter ist nur das Wasser zum Wasserwechsel. Wasser. Das ist das Wasser, wir geben das Wasser wieder hinein und von außen wird dann das Wasser wieder gefüllt. Das heißt, auf jeder Tür gibt es ein Wasser auf einer erhöhten Position. Und da drinnen haben wir jetzt ein bisschen größere Volieren. Da können wir vielleicht auch ein bisschen aufmachen. Ich weiß nicht, ob du da reinfilmen kannst oder nicht.
Da sind jetzt halt noch einige junge Falken von dieser Saison drinnen und die werden jetzt für den Export nach Katar vorbereitet. Also wo exportierst du überall hin? Oh, eigentlich in die ganze Welt. Aber unsere Hauptabnahme oder die Hauptabnahmeländer sind Japan und arabische Länder. Und in Arabien sind das die Scheichs oder wer kriegt die? Naja, mit den Scheichs ist das ein bisschen eine Schwierigkeit. Das heißt, die sind natürlich nur an den Besten der besten Falken interessiert und wir haben halt auch schon einige Male direkt an Scheichhäuser Falken abgeben können, aber das sind immer nur Einzelfalken. Wie groß ist überhaupt diese Zuchtanlage da? Ein Quadratmeter wird mir mal interessieren. Wir haben momentan ungefähr 1200 Quadratmeter Volieren hier. Das sind also großteils Zuchtvolieren, wo wir in jeder Voliere immer ein Zuchtbärchen stationiert haben. Immer ein männlicher, ein weiblicher Falke. Und wir züchten pro Jahr so zwischen 50 und 70 Falken nach. Lange. Und du hast ja die Greifvogelstation auf der Riegelsburg auch, gell? Ja, genau. Da machst du die Vorführungen. Richtig. Und da werden wir jetzt da einige Bilder einblenden. Ja. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Mit-Dabei-Sein, wünschen Ihnen eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.